Ja, hallo liebe Blaupunkt-Fans. Da sind wir wieder zu Teil 2 von unserem Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB Video. Heute bauen wir das Gerät mal in die Vorführung ein und gehen wirklich alle Funktionen einmal durch. Digitalradio, USB, SD-Karte, Bluetooth-Freisprechen und Audio-Stream und zeigen euch ganz genau, wie das Gerät funktioniert. Dann würde ich sagen, hoppla hopp, ab an die Wand und dann schauen wir uns das Gerät doch mal an. Okay, schauen wir uns mal das Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB ein bisschen genauer an. Dazu haben wir das in unsere Vorführung eingebaut. Jetzt seht ihr hier schon den Unterschied zwischen den klassischen Autoradios aus der Blaupunkt Range und dem SQR 46. Es ist halt einfach deutlich mehr Retro-Optik. Wir haben es auch noch ein zweites Mal hier eingebaut, dass man es von der Rückseite einmal sehen kann. Da sieht man sehr schön, dass wir hier oben den Digitalradio-Antennenanschluss haben. Daneben haben wir den FM-Antennenanschluss, ein passender Adapter für die alten ISO-Anschlüsse mit im Lieferumfang. Wir haben im Strombereich den klassischen ISO-Anschluss an dem Gerät dran, so dass wir wirklich, wenn ihr Fahrzeuge habt, wie zum Beispiel einen alten Dreier-Golf, wo ihr dann das ISO-Kabel direkt wirklich auf das Gerät draufstecken könnt. Zusätzlich zu dem Front-USB-Port haben wir hier auch nochmal einen rückwärtigen USB-Port an dem Gerät dran. Hier ist der Anschluss für das Mikrofon. Kleiner Klinkenanschluss, das Mikrofon selber haben wir euch hier schon gezeigt. Und das ist der Anschluss für optionale Lenkradfernbedienungen. Auch das gibt es natürlich in Fahrzeugen der späten 90er Jahre bereits. Deswegen macht es halt auch schon absolut Sinn zu sagen, wir haben das mit dabei. Zusätzlich dazu haben wir an dem Gerät drei Vorverstärkerausgänge. Einmal klassisch für Front, für Rear und dann haben wir hier unten noch einmal für den Subwoofer den Vorverstärkerausgang. Heißt natürlich, dass ihr mit dem Bremen auch größere HiFi-Konzepte mit externen Verstärkern ohne Probleme umsetzen können. Ja, eine der häufigsten Fragen, die bei dem Blaupunkt Bremen immer wieder auftaucht, ist die Frage der Beleuchtungsfarbe. Die muss ich aber im Grunde gar nicht stellen, weil wir bei dem Gerät eine RGB-Beleuchtung haben. Sprich, wir können jede x-beliebige Farbe einstellen. Das ist auch ganz easy. Jetzt haben wir zum Beispiel ein schönes Gelb eingestellt, wie wir das bei Mercedes-Fahrzeugen finden. Nehmen wir mal an, wir wollen das jetzt ändern auf Grün, wie wir das bei Volkswagen zum Beispiel haben, bei den älteren Modellen. Dann drücken wir einfach auf Menü, gehen dann hier unter dem Punkt Display in die Color-Einstellung und können dort jetzt zum Beispiel sagen, wir hätten gerne ein bisschen weniger Rotanteil und haben jetzt zum Beispiel ein schönes, saftiges Grün, wie wir das bei Volkswagen haben. Oder aber, was wir halt auch machen können, sehr viel mehr Rot, dafür dann kein Grün. Jetzt haben wir ein schönes Blutrot, wie wir das bei Audi oder alten Alfa Romeo Fahrzeugen haben. Oder wenn wir einen Punkt Grün mit reinnehmen, hätten wir jetzt zum Beispiel ein schönes Orange, wie es bei BMW zum Beispiel der Fall ist. Also, Beleuchtungsfarbe angepasst auf euer Fahrzeug, überhaupt gar kein Problem. Könnt ihr euch aussuchen, wie ihr das gerne haben wollt. Dort sind im Grunde der Gestaltung keine Grenzen gesetzt. Ganz normaler USB-Stick, wie ihn wahrscheinlich jeder zu Hause hat. Wir nehmen jetzt einfach mal für den Testlauf den rückwärtigen USB-Port. Dort haben wir uns jetzt hier diese Einbaubuchse freigelegt, stecken den Stick drauf. Dann sehen wir jetzt hier, wie das Display uns schon Reading anzeigt. Jetzt wechselt er automatisch auf USB-Rear und zeigt uns jetzt halt auch schon wieder an, Track 1 wird abgespielt, zeigt dann halt auch sofort den ID3-Tag des Ganzen an. Und auch hier ist es so, dass ihr ganz normal mit den beiden Skip-Tasten auf den jeweiligen nächsten Track wechseln könnt. Das gleiche funktioniert natürlich genauso, wenn ich den Front-USB-Port verwende, dort jetzt mal reinstecke, zack. Auch da sehe ich dann, dass das Gerät wieder auf Reading geht, zeigt mir jetzt in diesem Moment dann halt an USB-Front und schon haben wir wieder das Gleiche. Das Schöne ist natürlich bei dieser Konstellation, dass ihr technisch gesehen zwei USB-Sticks verwenden könnt. Wenn euer Kunde sagt, er möchte keinen rückwärtigen USB-Port irgendwo herauskommen haben, weil es zum Beispiel einfach nicht zu dem Fahrzeug passt oder es keine Möglichkeit gibt, das so zu verbauen, dass man es nicht sieht. Kein Problem. Der frontseitige USB-Port, der ist immer da. Der ist natürlich auch dadurch immer zugänglich und somit klauen wir dem Kunden auch in einer solchen Konstellation letzten Endes keine Funktion. Wir nehmen jetzt als nächstes mal eine SD-Karte und zeigen euch, dass es dort genauso easy funktioniert wie mit dem USB-Stick auch. Kommen wir zur SD-Karte. Auch dafür haben wir uns jetzt einfach mal eine ganz normale SD-Karte fertig gemacht. SDHC-Karten, kein Problem. Das heißt, ihr könnt Karten bis 32 GB verwenden.
als Formate. Das gilt sowohl für die SD-Karten als auch für die USB-Anbindungen. Könnt ihr ganz normale MP3 und WMA-Dateien verwenden. Stecken wir mal die SD-Karte rein. Na, zack, verriegeln das Ganze. Jetzt sehen wir hier schon, dass das Gerät wieder auf SD geht. Er liest die Karte ein und auch jetzt können wir den Track bereits wieder ablesen. Und natürlich können wir jetzt halt auch hier über die Skip-Tasten Track Forward oder Track Back machen. Interessant ist, wenn wir die SD-Karte verwenden, wir können die Klappe wieder zumachen. Das heißt, wir haben jetzt trotz der Tatsache, dass wir ein Speichermedium verwenden und vielleicht auch den rückwärtigen USB-Port nicht im Einsatz haben, trotzdem die Möglichkeit, dass das Gerät wirklich absolut clean aussieht, wie das SQR46, was es 1986 seinerzeit mal gab. Somit ist auch das kein Thema. Absolut cool gemacht ist auch das Thema mit den beiden Klangverstellungen. Wer das Originalgerät noch kennt, der weiß, ihr konntet halt über diese beiden Drehpultis, konntet ihr seinerzeit mal die Bass- und die Höhenregelung einstellen. Und das geht auch nach wie vor. Wenn wir hier den Knopf rausdrücken und jetzt hier dran drehen, dann sehen wir, wie wir den Hochtonbereich verstellen. Und das gleiche gilt hier jetzt zum Beispiel halt auch für den Bassbereich. Ist ein total cooles Feature. Ihr könnt es trotzdem über das Menü auch nochmal machen. Aber für diese ganz banale Regelung, ein bisschen mehr Hochton, ein bisschen mehr Bass, ein bisschen weniger Bass, habt ihr diese beiden Regler wirklich zur Verfügung stehend. Und das finde ich schon sehr cool umgesetzt. Das gleiche gilt für die Balance-Regelung von dem Gerät. Auch dafür gab es damals einen Schalter an dem Gerät, wer sich noch erinnern kann. Und das ist dieses kleine Ringtool um den Lautstärke-Drehregler drumherum. Wenn ich jetzt hier halt einfach an diesem Ding drehe, dann sehe ich, okay, jetzt geht die Balance nach links. Huch, jetzt habe ich an der Volume noch geregelt. Oder halt wieder zurück Richtung rechts. Also auch das ist wirklich überhaupt gar kein Problem. Wer sich gefragt hat, warum das Gerät bei all diesen Einstellungen nur auf Englisch redet, kein Problem, wir können es auch auf Deutsch einstellen. Dazu geht ihr einfach in das Menü. Dann habt ihr hier den Punkt Display. Und unter Display können wir bei Language auch sagen, das Gerät spricht Deutsch. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel nochmal drehen, dann sehen wir, steht jetzt nicht mehr Treble da, sondern Höhen. Also das Gerät spricht dann wirklich auch 1:1 Deutsch. Ihr habt zusätzlich die Möglichkeit über die Display-Einstellungen, da können wir auch nochmal reingehen, da Anzeige, euch zum Beispiel auszusuchen, inwiefern das Display beleuchtet wird. Das könnt ihr manuell nachregeln. Das gilt für die Tag- und für die Nachteinstellung. Und außerdem habt ihr die Möglichkeit, hier den Dimmer auf Automatik zu stellen. Das bedeutet, sobald ihr an dem Fahrzeug das Licht einschaltet, dimmt das Gerät automatisch auf die Stufe ab, die ihr vorher gewählt habt. Cooles Feature, braucht ihr euch einfach in der Nacht nicht mehr darum kümmern. Was haben wir noch an Funktionen? Wir können mal in die Klangeinstellung reinschauen. Tiefen und Höhen, das hatten wir schon mit den Reglern. Das gleiche gilt für die Balance. Wir haben aber auch die Möglichkeit, über das Menü den Fader, also sprich die Lautstärkeverteilung für vorne und für hinten, zu regulieren. Wir haben tatsächlich einen Equalizer an dem Gerät dran. Wenn wir den einfach mal einschalten, zack, dann sehen wir jetzt hier Höhen, Mitten, Tiefen, X-Bass als Funktion. Da können wir jetzt zum Beispiel auch einfach mal in die Mitten rein. Jetzt können wir dort die Wirkfrequenz uns auswählen, angefangen von 500 Hz bis 2500 Hz für den Mittenbereich. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen 1500 Hz, können wir dort den Pegel absenken um -7 dB oder um +7 dB erhöhen. Und wir können halt auch den Q-Faktor, das heißt, wie breitbandig denn das Filter wirkt, angefangen von einem 0,5er Q bis zu einem 1,25er Q bestimmen. Ihr habt somit halt auch die Möglichkeit, mit dem Gerät einen Dreiband-Equalizer relativ breitbandig einzusetzen. Für grobe Probleme reicht das allemal in den meisten Fahrzeugen aus, gerade weil die Oldtimer, was die Bestückung der Lautsprecher angeht, im Regelfall sehr überschaubar sind. Besser als die Originalausstattungen ist es in jedem Fall. Damit könnt ihr jeden Kunden glücklich machen, in Kombination mit mehr Leistung, die das Gerät hat. Und natürlich hat auch die Möglichkeit, digitale Quellen zu verwenden. Der Equalizer ist dort einfach das On-Top-Feature, was ihr nochmal mit einsetzen könnt, dass euer Kunde wirklich halt auch am Ende nicht nur ein tolles Radio im Fahrzeug drin hat, sondern auch vom Sound her sehr, sehr glücklich sein wird mit dem Gerät.
Ja, Digitalradio haben wir natürlich auch an Bord beim Bremen SQR 46 DAB. So, daher kommt natürlich auch die Bezeichnung. Ist auch relativ easy zu machen. Wir sehen jetzt hier auf dem Display, dass Digitalradio schon läuft. Wir haben, um das DAB Plus anzuwählen, auch eine separate Taste. Wenn ihr also in irgendeinem Quellenbereich seid, nehmen wir mal an, ihr seid jetzt im Bluetooth-Stream, könnt ihr ohne weiteres, wenn ihr auf Digitalradio zurück wollt, einfach auf die DAB Plus-Taste drücken und dann seid ihr bereits dort. Radiosender verstellen ist auch as easy as possible. Ihr habt diese zwei Skip-Tasten hier vorne. Wenn ihr einmal drauf drückt, dann seht ihr, geht ihr immer durch die jeweilige Radiostation durch und nach etwa 2 bis 3 Sekunden Anspielzeit fängt dann an, das Digitalradio zu spielen. Warum haben wir dort 2 bis 3 Sekunden, bis es anfängt zu spielen? Ganz einfach, Digitalradio muss ein bisschen dazwischen gepuffert werden für den Fall, dass eine Station beispielsweise digital und analog sendet, dass es einen reibungslosen Verlauf zwischen Analog und Digitalradio und Seamless Blending gibt. Dafür ist es gedacht. Ja, wir haben ja schon angesprochen, Bluetooth Audio Stream können wir auch bei dem Gerät, überhaupt gar kein Problem. Dazu haben wir jetzt einfach mal ein ganz normales iPhone gekoppelt und gehen dort jetzt ins Bluetooth Audio Stream rein. Zack. So, jetzt sind wir dort drin. Und jetzt sehen wir zum Beispiel das iPhone. Das zeigt jetzt schon an, was läuft. Und wenn man ein bisschen lauter macht, dann hört man halt auch, es kommt was. Wir können jetzt halt auch genauso gut hier das iPhone halt so komplett steuern, dass es halt auf den nächsten Track umswitcht. Auch das ist grundsätzlich überhaupt gar kein Problem. Was auch sehr schön gemacht ist bei dem Bremen SQR 46 DAB vom technischen Aspekt aus gesehen, wir reden hier über ein Short-Body-Gerät. Das heißt, ihr kennt das auch, ein normales Autoradio, haben wir eine Einbautiefe von um die 15 bis 16 cm, je nachdem, was ihr für ein Gerät habt. Bei dem Gerät das ist es deutlich weniger. Wir reden über eine Einbautiefe von um 10 cm. Warum ist das wichtig? Das ist einfach erklärt. Wir haben einige Fahrzeuge. Ich nenne jetzt mal als Beispiel einen VW Golf 1 oder auch einen T3 beispielsweise, wo wir sehr, sehr limitierte Einbautiefen bei Youngtimern und Oldtimern vorfinden. Da haben wir natürlich dann wirklich den Vorteil mit dem Bremen, dass wir nicht anfangen müssen, am Armaturenbrett herumzuschneiden oder ähnliches, oder das Gerät steht unschön hervor. Der Kunde will das nicht. Bezogen auf Oldtimer- und Youngtimer-Thematiken ist es eigentlich auch gar nicht mehr möglich, dort eine technische Änderung in diesem Bereich durchzuführen. Mit dem Gerät haben wir dort kein Problem. Man muss auch an der Stelle sagen, dort ist es sogar noch sehr viel besser als das Originalgerät. Das Original Bremen hatte nämlich eine Standardeinbautiefe. Sprich, da würden wir sogar dem Retro-Thema mehr Tribut zollen mit dem neuen SQR 46 DAB, als wir das tun würden, wenn wir das alte SQR 46 einbauen würden. Ja, so viel zum technischen Aspekt Bremen SQR 46. Wir gehen jetzt wieder zurück zu unserem Fahrzeug, dem Zweiergolf, bauen da mal das in Anführungsstrichen neue moderne Gerät aus und bauen das SQR 46 DAB ein, um euch zum einen zeigen zu können, wie viel besser das Gerät in einem solchen Armaturenbrett aussieht, zum anderen, um diverse Einbauthematiken nochmal aufzugreifen, angefangen von der Einfachheit der Stromversorgung, bis hin zu, wo könnten wir zum Beispiel ein Mikrofon einbauen in solchen Fahrzeugen, ohne dass man es sieht? Oder wie lösen wir das Problem Digitalradioantenne? Ja, ich hoffe, Teil 2 von unserem Video hat euch auch sehr gut gefallen. Wir machen noch einen Teil 3 von unserer Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB Videoserie. In Teil 3, wie angekündigt, geht es dann wirklich mal darum zu sagen, jetzt bauen wir das mal ein in unseren Golf. Tauschen das alte Radio aus, bauen das neue Bremen SQR 46 DAB ein, zeigen euch, wo vielleicht die Fallstricke sind und erklären euch dann Step by Step, wie wir dann wirklich zu einem schönen Ergebnis kommen. Ja, ich hoffe, euch hat Teil 2 genauso gut gefallen wie Teil 1 und dann sehen wir uns zusammen alle wieder in Teil 3 von unserer Videoserie. Bis dahin.